Ja, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, wir segeln weg von dieser Insel und werden weiter segeln zur nächsten Insel, denn auf dieser Insel war der Schatz nicht. Ja, ich habe so ein bisschen eine Aufnahmepause gemacht, habe jetzt ein Weilchen nicht gespielt, habe gerade noch geschaut, Tiere sind alle noch da, ist alles versorgt, Crewmitgliedern geht's auch gut, haben noch genug Essen, also alles super, alles duper. Wir können uns jetzt konzentrieren auf die Schatzsuche, ne? Und ja, wir schauen mal, ob auf dieser Insel hier vielleicht dann die Schätze sind, die wir suchen. Wir haben dann auch noch welche auf B2 und dann fahren wir rüber hier rüber. Oh, es regnet. Ja, super. Regen finde ich ja immer toll. Sehr schön. Gefällt mir nicht. Ich hoffe mal nicht, dass irgendwelche Wirbelstürme kommen und dass wir hier eben weggedrückt werden. Aber bisher sieht es ja ganz gut aus. Regnen darf es von mir aus ruhig, solange die See nicht zu übel wird. Also, ne? Wobei ich muss sagen, auf dem Schiff geht es ja einigermaßen mit der Seekrankheit, ne? Ihr wisst ja, Motion Gaming Sickness. Wobei es mich jetzt mit First Person wird es mich halt noch viel, viel mehr triggern, aber das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall. So, mit dem Schiff sind wir auch relativ schnell unterwegs, das ist ja kein Problem. Definitiv schneller wie mit dem Floß. Wie gesagt, jetzt müssen wir halt mal schauen, ob sich die Schätze dann auf dieser Insel da befinden oder ob wir halt noch weiterfahren müssen, ne? Also einige werden auf jeden Fall, hatte ich ja schon erwähnt, auf dieser Insel hier oben sein, ne? Weil das passt hier gut vom Ding. Da werden welche sein wahrscheinlich. Wir werden sehen. Wir werden es sehen, also, ne? Wir haben ja Zeit. Wir haben ja keine Eile. Unsere Tiere zu Hause sind gut im Stall aufgehoben. Ja, und alles ist gut, alles ist toll. Das Einzige, was mir halt noch die Frage stellt, das weiß ich nicht so genau, ist halt, ob das auch zählt, wenn ich jetzt unterwegs bin und nicht zu Hause bin. Oder ob die Sachen dann halt auch nach dieser gewissen Zeit, nach diesen, ich glaube, 9 oder 10 Tage sind es ja, die da sein darf, bevor die Strukturen halt anfangen zu verschwinden oder man jetzt Tiere übernehmen kann, die außerhalb von den Strukturen dann stehen. Das weiß ich jetzt leider nicht, wie das da der Fall ist. Weil das wäre natürlich nicht ganz so super, wenn das passieren würde, dass unsere Strukturen dann weg sind, ne? Weil ich weiß halt nicht, wie lange wir unterwegs sein werden. Also es kann halt schon ein Weilchen sein. Je nachdem, wie wir halt Schätze finden und wie nicht. Ne? Und was wir halt auch an Materialien finden und wie nicht. Ne? Also ich möchte halt schon ein bisschen unterwegs sein. Und dann kommt ja noch die Pause dazu, die ich zwischendrin ja auch mache. Ne? Ich nehme ja jetzt nicht hier, dass ich jetzt jeden Tag hier in Atlas da bin. Nein, ich bin da, dann nehme ich auf. Dann kann es mal sein, ich mache mal wieder 3, 4 Tage Pause oder mal sogar länger. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Deshalb bin ich mir da halt nicht zu 100% sicher, wie sich das ergibt, wenn man halt auf hoher See unterwegs ist. Ne? Und dann halt nicht zu Hause ist, nicht auf dem Quadranten. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn da einer von euch Bescheid weiß, dann schreibt es mir gerne ruhig mal in die Kommentare. Dann kann ich da auf jeden Fall ein bisschen gucken. Feuer anzünden. Mir ist nicht kalt. Dann kann ich da so ein bisschen halt dementsprechend schon. Oder ich muss halt wirklich immer wieder mal schauen, dass wir halt immer wieder nach Hause fahren. Ne? Also wir werden jetzt nach dieser Tour, wenn wir jetzt hier bei B4 alles haben, dann werden wir auf jeden Fall nach Hause gucken. Das hatte ich ja schon gesagt, weil es liegt ja eigentlich auf dem Weg. Und dann können wir halt auch ein paar Materialien wegmachen. Und dann wollte ich ja gucken, wegen dem Leuchtturm bauen. Ich versuche die ganze Zeit zu drücken. Also, Freunde, ich drücke nach rechts, also nach links hier. Wir fahren hier eigentlich auf die linke Ding zu, aber die Wellen schieben uns hier immer ein bisschen weg. Aber wir haben guten Wind auf diese Insel. Also, wie gesagt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da wisst, wie sich das verhält. Mit den, ob ich da ohne Bedenken wirklich längere Zeit auch einfach weg sein kann, also mehr wie 10 Tage, ob das einfach zählt, wenn man einfach sich nur im Spiel befindet oder ob man sich da halt an in diesem Quadranten befinden muss, in seinem Bereich, also da, wo wir halt gebaut haben.
Segel einholen, weil die Wellen drücken. Aber es sollte hier kein Schiff stehen. Es sind doch keine Bojen da. Also ich glaube, wir können hier... Oh Gott, Freunde, das ist heftig, wie der Wellengang ist, wie der mein Schiff wegzieht. Schon heftig. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich andocke. Es leckt auch leicht. So, wir drehen mal. Und fahren rückwärts ran. Ich will gar nicht wissen, wie die Wirbelstürme mittlerweile sind, ne? Ich habe schon echt ewig lange keine Wirbelstürme erlebt. Ich will es jetzt auch nicht triggern oder so, die Wirbelstürme, dass die kommen, ne? Aber, Das ist schon echt lange her, dass ich Wirbelstämme hatte und ich will sie auch gar nicht, weil ich weiß nicht, wie die jetzt mittlerweile geworden sind, weil wenn es uns jetzt schon so wegdrückt bei den Wellen, ich will nicht wissen, wie es mich nachher mit den Wirbelstürmen wegdrückt. Also ich glaube, dann kommen wir vom Kurs ab und fahren wahrscheinlich noch in die Geisterschiffe rein. Das wäre nicht so prickelnd. So, diese Insel haben wir auch noch nicht entdeckt. Das werden wir auch gleich tun. Und jetzt wisst ihr auch, für was dieses Feuer ist. Ja, dass dieses Feuer dann einfach sehr, sehr praktisch ist, wenn man unterwegs ist auf dem Schiff. Ne? Man kann sich hier einfach, man kann weiterfahren und kann sich dann wärmen. Später, wenn man in gewissen Gebieten ist, dann ist es natürlich immer noch kalt. Ja, dann sollte man halt Winterkleidung haben. Die kann ich aber, glaube ich, noch gar nicht herstellen. So, jetzt hüpfen wir mal hier rein. Paradies. Auch ein schöner Name, muss ich sagen, ne? Auch der Leuchtturm passt ja eigentlich ganz gut hin auf diese kleine Insel. Finde ich hübsch. So, jetzt folgendes. Jetzt gucken wir mal, können wir die komplett sehen, diese Insel? Scheint mir so, ja. Ich gucke mal noch ein bisschen weiter rein. Weil manchmal teilen die Inseln sich auch einfach so ein bisschen auf und man kommt da gar nicht direkt, kann da nicht direkt alles sehen. Muss einfach ein Stückchen reinlaufen und so oder so gucken wir uns die Insel hier an. Ne? Also. Und es ist auch nicht dramatisch, wenn man diese Schneeflocken da sieht. Das ist noch nicht dramatisch schlimm. Also dramatisch ist es, dass ihr wirklich anfangt zu frieren, extremst. Ist, wenn ihr dieses Männchen seht, dieses blaue Männchen mit den drei Schneeflocken, dann wird es kritisch. Also dann solltet ihr definitiv schauen, dass ihr ans Feuer kommt, dass es euch warm ist und so. So, okay, wir sind hier. So, jetzt haben wir die. Jetzt schauen wir uns nochmal die Karten an. Wir haben einmal die Nummer 6. Nope. Das könnte... Das ist hier. Und zwar müsste das in diese Richtung hier sein. Ja, so, dann gucken wir mal die nächste. Die ist nicht hier. Die ist auch hier. Und die ist auch hier. Okay, alles klar, Freunde. So, wir rüsten mal aus. Also wir haben zwei Schätze da vorne und einer hier an der Seite. Warte mal, ich muss nochmal eben kurz gucken. Es ist halt, ihr wisst, ich habe Orientierung wie ein Duftbaum. Ja, ich finde halt einfach nicht immer gleich direkt dann den richtigen Weg und das wird dann halt manchmal ein bisschen schwierig. Aber so ungefähr kann man dann gucken. Wenn man einfach auf diese Karte guckt, das geht. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und wenn wir Glück haben, sind diese Schätze sogar nicht oben. Also ich hoffe, dass wir nicht klettern müssen. Ja, weil, ja, klettern ist halt immer so eine Sache, ne? Also wenn es nicht unbedingt sein muss, dann bin ich ganz froh, wenn wir nicht klettern müssen. Okay, dann machen wir zuerst diesmal. Jetzt mache ich mal diesmal.
Ich werde jetzt gleich meinen richtigen Speer ausrüsten, glaube ich. Weil der war jetzt schon fast kaputt. Das ist nicht so gut. Ich habe keinen Bock, während des Fights dann gleich da Probleme zu kriegen. Dass ich keine Speere mehr habe und Speer wechseln muss während einem Fight, ist scheiße. Mal gleich den mit. Guck mal, da ist eine neue Schatzkarte. Können wir auch uns holen. Haben wir eigentlich die Kletterausrüstung dabei? Ja. Haben wir alles dabei. Ich bin vorbereitet, Freunde. So, E6. Okay. So, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Das war der hier. Oh, das ist... Ich fürchte, dass der oben sein wird, Freunde. Ich sehe halt leider noch keinen Strahl. Das ist eine Statue, ne? Ja, das ist eine Statue. Aber wenn ich das jetzt hier gleich vergleiche... Ich komme noch ein bisschen näher ran. Aber ich vermute, dass das hier irgendwo ist. Also hier. Oder liege ich da falsch? Ich weiß es nicht, ob ich falsch liege oder nicht. Das Problem ist, dass ich halt einfach keinen Strahl sehe. Aber rein vom Schauen her müsste das doch da sein. Gucken wir noch mal drauf. Also da hinten ist auf jeden Fall, da sind sogar zwei. Das sind die anderen. Dann machen wir einfach die mal zuerst. Die sind sehr nah beieinander. Ich habe eine Karte mal kurz reingezogen ins Inventar, weil ich keinen Bock habe, die beide zu triggern. Könnte nämlich gefährlich werden, so dass der Bogenschütze, den machen wir gleich weg. Weg. Ein sehr hübsches Äfflein. So, wollen wir aber jetzt gerade nichts von dem Äfflein. Sondern wir wollen jetzt den Schatz heben. Und dann gucken wir gleich nochmal nach dem anderen, ob das da war oder nicht. So. Den haben wir. 4,9er, das ist kein Problem. So. Wir haben sie noch nicht getriggert. Alles gut. So, unseren Speer. Kurz warten. So. Hinlaufen. Dann nehmen wir hier dem sein Feld hier. Bisschen hier. Der hat mir ganz schön weh getan.
Okay. Alles gut, mir geht's gut, es ist alles in Ordnung. Aber hätte auch schief gehen können. So, wo ist meine Schaufel? Hier. Wir müssen auf Leben gehen. So. Schaufel ausrüsten. Und dann hoffe ich mal, dass ich das hier gleich... Ah, perfekt, guck mal. So, eine 4,7. Ja, sehr gut. Also wir werden auch immer besser, was das angeht. So, das ist jetzt nicht. Das behalten wir mal. Das können wir rausschmeißen. Ich hatte gesagt, die grünen Sachen behalte ich. Diese grauen Sachen schmeiße ich raus, weil ganz ehrlich, braucht kein Schwein. Und die blauen Sachen halt auch. So, die kommen... Oh, guck mal hier. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Aber jetzt ist halt die Frage, ne? Ist das... Hier oder eher nicht? Wenn ich jetzt so nochmal... Ich schau mal nochmal genauer hin. Warte, machen wir es mal ein bisschen so. Nee, die ist nicht da. Nein, da hatte ich mich ein bisschen verguckt. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen nochmal geguckt. Also es sieht sehr ähnlich aus. Aber, Moment, muss ich näher ran. Aber das hier passt nicht. Das hier passt. Also das hier passt hier, so das bisschen hier. Aber das passt nicht. Na, wenn ihr seht, das passt nicht. Das passt nicht ganz. Sah bloß so aus. Vielleicht hab ich geguckt. So. Warte mal, wir sind hier vorhin rum. Dann müsste man doch eigentlich hier auch in Richtung Schiff kommen, oder? Ich glaube, wir kommen hier so rum auch in Richtung Schiff. Oh, ich habe meine Orientierung, ne? Das ist so schrecklich. Hallo, Frau Schlange. Von der wollen wir aber nichts. Oh, hier ist auch nochmal ein Äffchen. Guck mal. Auch hübsch. Auch sehr, sehr hübsch. So, wir können ja auch noch mal so ein bisschen hier... Ich sehe hier nämlich auch gerade viele... So ein bisschen Beeren noch mitnehmen. Einfach auch für unsere Crew nochmal so ein bisschen. Ja, wir haben zwar genug drin, aber so ein bisschen ist mal nicht schlecht. Die freuen sich auf jeden Fall, wenn sie genug drin haben. Wir haben ja Bruno nicht dabei, ne? Mal kurz gucken, wo ich jetzt bin. Oh Gott, ist halt so dunkel. Ich sehe halt gerade gar nichts. Da bin ich. Und hier habe ich geparkt. Dann müssen wir da hinten. Ah, da hinten. Guck mal, ich sehe schon unsere Red Queen. Ich sehe sie schon. Hi, Herr Elefant. Grüße Sie. Wir können auch so ein bisschen am Strand entlang laufen. Vielleicht finden wir die ein oder andere Schatzkarte noch. Jetzt so irgendwas entdeckt. Hab ich jetzt nicht. Boah, das sieht auch geil aus, ne? Die Farbe mit diesem Hellblau und diesem Dunkelblau dann drüber. Das sieht auch sehr nice aus. Muss ich sagen. Hat mir jetzt gerade sehr gut gefallen. Das ist auch so hellblaulich schimmert da. Vom Wasser. Das sieht schon krass aus. Aber wir haben auch ein schönes Schiff. Ja, und wie gesagt, wir arbeiten ja auf unsere Brick hin. Huch. Eieiei. Ich möchte mit meinen eigenen Händen dieses Schiff bauen. Bin mal gespannt, ob wir es schaffen, bis der Server-Vibe kommt. Also, ne? Wie gesagt, man weiß es halt nie genau, wann sie vipen. Ob es noch ein bisschen dauert oder ob es bald sein wird. Ne, da steckt man nicht so wirklich drin, ne? War schon komisch, wenn man Bruno gewohnt ist mit Fasern sammeln und Beeren einsammeln, so, ne? Das ganz Schnelle, dann ist das, was wir mit der Sichel rausbekommen, schon echt... wenig. Schon echt, echt wenig. So.
jetzt mal hier beim Leuchtturm. Dahinter ist jetzt unser Schiffchen. Ist auch ein hübscher, guck mal. Der ist auch hübsch. Oh nee, ich darf nicht, Freunde. Wir haben schon zwei. Wir können züchten. Wir haben zwei. Wir machen das nicht. Nein, 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 nein. Oh, ich habe vergessen, mein Feuer auszumachen. Ich habe vergessen, meine Feuer auszumachen. Das brennt jetzt immer noch. Das ist nicht so gut. Wie viel haben wir denn noch drin an Holz? Ja, okay, wir haben noch gut Holz drin. So, jetzt packen wir das Zeug mal rein, ne, damit es auch sicher verstaut ist, dass falls ich draufgehe und vielleicht nicht mehr an meine Leiche komme, weiß man ja nie, ne, dass das Gold erstmal sicher ist. Oh, 11.000. Dass das Gold mal sicher ist. So. Und dann können wir auch hier die ganzen... Moment, ne, wobei, die machen wir hier rein, oder? Ja, dann machen wir das nämlich rüber. Dann machen wir hier mal die ganzen Blueprints rein. So. Und das andere packen wir mal da rein. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Materialien. Ne? So. Und jetzt packen wir den Tierchen ein bisschen was rein. Und den hier packen wir den Koriander rein. So. Das ist alles versorgt. Moment. Schatzkarte da rein. Ah, wir haben so viele Schatzkarten, ne? Und man findet halt immer wieder welche. Also das ist Wahnsinn. So. Wir lichten die Segel. Und jetzt mal gucken. Wir müssen einmal hier hochfahren. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen ausholen. Weil ich hier Geisterschiffe bin. Also wir müssen so ein bisschen hier einmal so eine Kurve fahren. Ich habe natürlich keinen Bock, den in die Arme zu fahren, ne? Das wäre nicht so gut. So, schön gucken. Oh, das geht. Können sogar noch ein bisschen rüber. Ich werde vielleicht auch mal noch gucken, wenn wir mal wieder zu Hause sind, dass ich das Schiff noch ein bisschen anders da färbe. Also noch ein bisschen so in dieses, es ist jetzt eher so rot-pink, ne? In der Fahrschiff, dass ich vielleicht noch mal so ein anderes Rot probiere, das halt auch wirklich die Red Queen ist, ne? Also schon so, es ist halt so ein Kirschrot, ja, Kirschrot, so ein bisschen Kirschrot mit lila Stich, ne? Man weiß halt vorher nie, wie das rauskommt, aber ich möchte schon so ein bisschen dieses Pink haben, ja, das möchte ich schon. Ich weiß auch schon, wie ich meine Brig nennen werde. Ja, das weiß ich auch schon. Da habe ich auch schon einen Namen dafür. deshalb, ja, so, weil so wollte ich halt nicht mein erstes Schiff nennen. Deshalb haben wir sie die Red Queen genannt. Aber so ein bisschen, muss sie noch ein bisschen röter werden. Oder wir machen die Segel noch schön rot. Noch nicht. Auf jeden Fall muss sie noch ein bisschen röter werden. Wenn man das jetzt so sieht, ne? Also, nein, guck mal, die heißt Red Queen und ist gar nicht rot. Was ist das? Ja. Ja, da gebe ich recht. So, volle Segel. Na, schön gucken. Aber wir kommen gut an den Geist. Wir können sogar schon noch in die Richtung nach oben drehen. Ist kein Problem. Ja, wir sind weit genug entfernt. Das ist jetzt hier rechts von uns. Aber wie gesagt, wir sind weit, weit genug davon entfernt.
dass die irgendwie kommen könnten und uns was passieren könnte. Das ist die Insel, auf der wir waren, wo wir rechts sehen. Und jetzt fahren wir hier rüber auf die nächste Insel. Hui, da haben wir kurz ein kleines Leck. Ja, dieses Lecken bleibt halt einfach nicht aus. Da kann man halt echt nichts machen. Da hinten, unsere Affchen schweben da hinten noch. Denen geht's also gut. Sobald wir an der Insel wieder anlegen, bleiben die ja auch, also gehen die wieder aufs Schiff drauf, ne, an der Stelle, wo man sie hingesetzt hat oder halt ein bisschen weiter weg, aber sie sind auf jeden Fall dann noch da. Das ist so, so. Wir haben ganz kurz mal das Segel verlassen, denn wir können wieder hier verteilen. Punkte. Oh, wir kriegen vollen Speed hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hui! Wenn man den Wind hört, ne? Hört ihr den? Sch macht das. So, da vorne sehen wir schon die Insel. Da fahren wir jetzt direkt drauf zu. Ach, es ist schon schön, mit dem Schiff zu fahren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist echt schön. Na, und wir haben wirklich also schon einiges mit dem Schiff gemacht. Hallo, wir sind bis zum Jungbrunnen gefahren mit dem Schiff, haben es überlebt, alles super gelaufen. Ja, wir haben schon ein paar Schätze gemacht, wir haben ein paar Inseln entdeckt, wir haben Materialien gefunden wie Salz, Edelstein, also alles super geil. Und jetzt machen wir die Schätze fertig und dann fahren wir nach Hause, um dann ja zu schauen, ob wir den Leuchtturm bauen können. Ne? Weil da hat uns ja der Kristall Edelstein gefehlt. Und den haben wir jetzt. Und ich würde halt gern dort in die Ecke einen Leuchtturm setzen. Deshalb hoffe ich, dass da noch keiner in der Nähe ist und einen Leuchtturm gesetzt hat. Und vor allem der eine Leuchtturm vielleicht nicht zu nah ist, dass wir keinen setzen können. Ne? Das wäre echt schade. Ich habe wirklich es ganz selten geschafft, in Atlas einen Leuchtturm zu setzen. Ich glaube, noch nie habe ich es geschafft auf offiziellen Server, weil halt immer andere Leuchttürme zu nah dran waren. Und vielleicht haben wir dieses Mal einfach das Glück. Wäre schon geil. Wäre schon geil. Würde ich echt feiern. Weil das würde halt unser Haus dann nochmal so ein bisschen spezieller machen. Ist das so? Den letzten Kick einfach nochmal geben. Ja. So, wir können jetzt mal hier gucken. Also hier könnte man irgendwo halten. Ich weiß halt nur nicht, wie seicht das Wasser ist. Müssen wir gleich mal schauen. So, jetzt haben wir genau Segel genau auf dem Wind gesetzt. Ja, jetzt sind wir hier voll im Speed drin. Haben vollen Speed. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Inselnamen manchmal schon komisch sind. Vor allem mal relativ schwierig zum Aussprechen. Ganz, ganz komisch manchmal. So, mal gucken hier. Ah, die haben so eine kleine, der hat so eine kleine Vorinsel. Okay. Dann fahren wir so ein bisschen rüber. Das müsste die hier sein, auf die wir jetzt gerade zufahren. Und das seht ihr jetzt zum Beispiel, das ist zum Beispiel so eine bisschen zweigeteilte Insel. Ne? Also man sieht hier eine Insel. Man hat hier eine kleine Insel und dann hinten dran auch nochmal was Kleineres. Das ist so ein bisschen so verteilt. Also hier vorne klein, hier ne, sehr Ding und hier hinten kommt dann das Große. Also wenn, dann ist es eher hier auf der Seite, aber hier glaube ich jetzt nicht. Ich würde mal sagen, wir parken ungefähr hier, weil dann kommen wir gut hier hin und hier rüber. Hui, ein kleines U-Boot. Guck mal, ein kleines U-Boot. Blub, 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 blub. So, mal schön auf die Karte ein bisschen spickeln. So, wir sollten eigentlich hier gut halten können.
Dürfte nichts sein. Jedenfalls kein Schiff oder so. So, vorsichtig. Also als kleinen Tipp wirklich immer vorher die Segel so ein bisschen einholen, damit ihr noch Fahrt habt. Aber dass ihr halt im Notfall wirklich die Segel direkt einholen könnt. Nicht, dass ihr irgendwo drauf bollert. Ja, weil, wie gesagt, ihr seht ja, dass sich manche Strukturen erst relativ spät aufbauen. Und da muss man echt vorsichtig sein. Und was es auf dieser Insel so erwartet, ja, das seht ihr in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht das gut und tschüsschen.